Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager wird präsentiert von Fenstermax 24. Fenster nach Maß günstig online kaufen. Die Zeit im Sommertrainingslager befindet sich auf der Zielgeraden. Auch am siebten Tag in Halbert-Heiligenstadt bereiten sich die Zweitligaspieler von Dynamo Dresden fokussiert auf den Ligastart am 24. Juli vor. Dabei achtet Chefcoach Alex Schmidt im Arbeitsalltag darauf, dass neben den intensiven Einheiten die Lockerheit und Regeneration im gesamten Team nicht zu kurz kommen. Ja, sehr viel Freude. Also ich kann nur sagen, die Jungs, die hauen sich voll rein, ja, jeden Tag aufs Neue motiviert und es macht mir sehr viel Spaß, mit den drei Jungs auf dem Platz zu stehen. Leider ist der Wiege nicht dabei, verletzungsbedingt. Aber wir haben hier mit Anton einen Topmann dazu bekommen, der auch charakterlich sehr gut reinpasst. Und mit Erik, einen ganz Jungen, der auch von Tag zu Tag versucht, sich zu steigern, zu verbessern und im Profibereich da erstmal ein bisschen Fuß zu fassen. Und ja, es macht, also mir macht es jeden Tag Freude. Anton Mitrioschkin ist im Team der Torhüter neu hinzugekommen. Der ehemalige U21-Nationaltorwart Russlands ist 25 Jahre alt, 1,89 Meter groß und für seine starken Reflexe auf der Linie bekannt. In diesem Sommer kam die Frohnatur von Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf nach Elbflorenz. Ja, jeden Tag ist gute Arbeit mit David. Ja. Jeden Tag ist different. Ein Tag ist mit Fuß, ein Tag ist Koordination, ein Tag ist to go out a little bit. So, jeden Tag ist different und ja, ein Spiel hier und nächste Tag ist Recovery und so. Aber I enjoy every day and David, I spoke with him before that I come here and I feel that it will be good, so I feel his energy and I think also he feel my energy, so we are very good and also with Bro and Eric, a young goalkeeper, so everything is okay. Mit Anton Mitrioschkin gewinnt Dynamo nicht nur einen guten Torwart, sondern auch einen echten Teamplayer hinzu. Im gesamten Dynamo-Tross sammelt er innerhalb von wenigen Tagen durch seine offene Art, aber auch durch seine sportlichen Qualitäten, Anerkennung und viele Sympathiepunkte. Er bringt eigentlich vieles mit, ja, sage ich jetzt mal. Er hat hier dann eine Woche mittrainiert, ja, bis die Entscheidung gefallen ist. Er wurde mir sehr ans Herzen gelegt von verschiedenen Leuten. Und er ist ein reaktionsschneller Torhüter, der auch charakterlich einwandfrei ins Team passt. Fußballerisch ist er auch auf dem Top-Niveau. Ja, er hat ja schon einige Stationen in seinem Leben hinter sich. Ja, hat auch in der Schweiz, war schon Stammtorhüter. Also es ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt und ja, ich bin einfach froh, dass es geklappt hat und ich glaube, da haben wir einen guten Fang gemacht. Es scheint ein sehr, sehr bodenständiger Junge zu sein, sehr, sehr bescheidener Junge, der jetzt nicht zurücksteckt, aber jetzt auch nicht hier den Macker spielt und ja, so ein Typ bin ich auch. Ich bin jetzt nicht der sehr extrovertierte Typ, aber ja, ich bin sehr offen und ehrlich und das ist er auch und das spürt man oder hat man von Anfang an gespürt und von daher hat es dann gleich gut funktioniert. Ja, das alle Spieler ist sehr, sehr nett, ja, und Mannschaft ist sehr viel arbeiten und jeden Tag kämpfen, ja, das ist das erste meine what I saw first, yeah, it was that they fight a lot, so this I like, it's my style also. Mit Erik Herrmann ist ein großes Torwarttalent aus Dynamos Nachwuchsakademie erstmals bei den Profis in einem Trainingslager dabei. Der 16-Jährige, der für Dynamo Dresden in der Junioren-Bundesliga aufläuft, komplettiert das Torhüter-Team um Kevin Proll hier im Eichsfeld. Ja, auf jeden Fall, sonst wäre er nicht jetzt hier dabei. Er hat letztes Jahr schon mal mittrainiert, ich glaube in der Winterphase und er macht seine Sache sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, er versucht sich da jeden Tag zu verbessern. Es prasselt auch viel auf ihn ein. Ja, ich bin da auch einer, der redet viel auf ihn ein. Versuche ihm Tipps zu geben, versuche ihm da schon die richtigen Grunddinge mit auf den Weg zu geben, was wichtig ist im Profibereich. Und es geht natürlich auch einiges sehr schnell. Ja, natürlich ist es nicht hier U17 oder so. Ja, da muss er sich einfach dran gewöhnen, muss ich da ein bisschen freischwimmen. Ja, aber das macht er
sehr gut, kann ihm dann nur ein Lob aussprechen und ja, soll weiter so machen. Auch wenn die SGD in den vergangenen Jahren auf der Torhüterposition traditionell immer bestens besetzt war, gilt auch für die neue Saison, Tore verhindern und Tore erzielen ist und bleibt eine geschlossene Mannschaftsleistung. Kevin Proll bekam in der abgelaufenen Meistersaison die wenigsten Gegentore und hielt mit insgesamt 19 Partien die meisten zu null. Ja, dass wir genauso weitermachen, dass wir daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben, ja, mit dem offensiven Spiel, aber auch defensiv gut zu stehen. Die Jungs haben da auch eine sensationelle Leistung abgeliefert, die letzten Spiele hinweg, auch aufgrund dessen, dass wir so ein hohes Pensum hatten mit den englischen Wochen und so, ja. Da muss man auch das Kompliment an die Jungs geben. Ich habe nicht nur die zu Null gehalten, sondern die Jungs vor mir auch. Hatte manchmal auch gar nichts zu tun so wirklich und wenn ich gebraucht werde, habe ich es dann auch gezeigt. Und ja, dass man da Selbstvertrauen hat, ist ja logisch. Aber man soll trotzdem, wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen, sich auf die neue Saison fokussieren, weil das die stärkste zweite Liga überhaupt ist und da kommt nochmal eine andere Qualität auf uns zu. Ja, das ist stimmt. Ja. Das Saison ist sehr, sehr schwer und viele große Mannschaften. Ja. Und it will be very interesting. And yeah, maybe this is even better to play against big teams and it's more interesting. And so after you can feel who are you and I think it will be very interesting.